Table? Wir haben jetzt hier drei Looks drin. Achso, das wird automatisch übertragen, oder wie? Genau. Und du kannst jetzt zum Beispiel auch hier ein Air und ein Perdido nehmen. Die liegen jetzt unten drin, siehst du das? Oder siehst du nicht, was ich mache? Nö, ich wollte gerade raus ein bisschen weiter scannen. Ah, das ist okay. Nee, bin das schon da. Bringt momentan nicht viel. Siehst du unten, was ich mache? Nö. Ich sehe nix. Jetzt guck mal, gehen wir nochmal raus und gehen wir wieder rein. Gibt's jetzt da ein neues Element? Ich weiß nicht, ob das für uns beide zählt Lux. Oder nicht. Ja, okay, dann müssen wir wohl wirklich jeder als Einzelnen machen. Also ich habe Lux drin, ne? Also ich habe Terra drin, Perditio. Ja, es gibt nachher, stimmt, nachher eine Research, da können wir unsere Researches miteinander teilen. Warum machen wir den nicht gleich? Rein in, ne? Weil das noch nicht geht. Geh mal da rein und kombiniere mal R, also klick mal einmal auf R links und einmal auf Perditio links. Dann kommen unten zwei Elemente und da kannst du in der Mitte zusammenfügen drücken. Ja, dann habe ich dann kriegst du Vakus. Genau. So, das ist zum Beispiel eine Sache, die du machen kannst. Und es gibt massig Elemente, aber dafür brauchen wir was. Und zwar bin ich gerade am Überlegen, ich glaube, es war ein Bücherregal oder war es ein Buch einzeln? Ich weiß es nicht mehr. Kriegen wir raus. Moment, ich guck mal, Buch. Nein, es war, glaube ich, ein Bücherregal. Bookshelf. So, bevor ich hier großartig den Hashtag nochmal wiederhole. Zack. Genau. So. Jetzt baust du dir auch mal ein Bücherregal, stellst es hin. Einen Moment. Und dann auch wieder scannen, oder wie? Nee, nicht scannen, sondern Rechtsklick mit dem Zauberstab. Plingling! So, und jetzt hast du ein Baumonomikon. Und ach, damit fängt Scheiße. Alles an. Ja. Du bist auf der ersten Seite, bleib auf der ersten Seite. Ach, sei wenn doch nicht Mitte so. Gehst, wenn du in die Mitte gehst, gibt es so ein Aspect of Magic. Ja, ach du Scheiße. Ey, bin ich hier ein Bücherwurm oder wie? Geh mal nach rechts. Nach rechts siehst du jetzt, dass es diese Standardaspekte gibt. Also Luft, Wasser, Feuer. Lux kommt danach. Und dann siehst du, aus was Lux sich zusammensetzt. Ja. Und du siehst auch, aus was sich Vacuus zusammensetzt. Und jetzt kommen wir zum Witz. Es gibt auch Elemente, die sich aus mehreren Multi-Elementen zusammensetzen. Also es gibt nicht nur die Grundelemente, die alle irgendwas bilden, sondern es gibt daraus entstehende Multi-Elemente. Verstehst du jetzt, warum wir auf eine gewisse Komplexität stoßen, wenn wir mit Thorncraft anfangen? Mit Thorncraft alleine könnten wir schon 100 Folgen abdrehen. So. Ja. Jetzt müsste man quasi Stück für Stück scannen, gucken, was man machen kann. Ich weiß nicht, ob wir Holz schon können. Ich glaube nämlich noch nicht. Nope. Und wo sehe ich das, was ich kann? Keine Kisten. Da kannst du jetzt in dem Thormonomikon unter den Aspekten kannst du über die jeweiligen Aspekte gehen und gucken, wo du sie her hast. Wenn ich jetzt zum Beispiel über Lux gehe, sehe ich da so eine Fackel an meinem Mauszeiger. Mhm. Und die da drin stehen, kannst du alle. So, und jetzt müsste man natürlich durchgehen und alles gucken. Und wenn ich hier in diesem, ich nenne es jetzt mal Baum mit drin bin, also direkt am Anfang von diesem Ding, ne, kann ich da auch irgendwas machen? Auras and Nodes? Kann ich da diese Aura Nodes hier scannen oder wie? Jetzt pass auf. Alles, was jetzt schon da ist, was du schon siehst. Ja. Ja. Also auch die Ärzte zum Beispiel? Das sind, also die Sachen, die du siehst, sind quasi nur Informationen gerade. Die Sachen, die blinken, kannst du erforschen. Die Sachen, die grau sind, sind meistens Folgedinger. Und dann gibt es noch Geheime, die gerade gar nicht zu sehen sind. Okay, also die quasi, die ganz normal leuchten, die kann ich scannen, oder wie? Die kannst du dir angucken nur. Da sind nur die Informationen zu drin. Aha. Unter, ich muss gerade mal gucken. Sieht man auch irgendwo, was ich schon scannen kann? Geh mal auf die vierte Seite. Ja. Auf der linken Seite, da hast du Artifice, da hast du dein Thermometer. Ja. Und da. Ne, steht auch noch nichts drin. Nein, du kannst. Du musst es rausfinden. Das ist halt alles. Du musst suchen. Darum wäre die Cheat-Seite besser. Okay, also das heißt wirklich alles scannen hier, oder wie?
Der Server hat gerade wirklich nur wegen der Anwendung Ärger gemacht. Der Server ist gut genug, glaub's mir. So. Ja, du könntest jetzt alles scannen. Ich gucke jetzt persönlich mal Research Guide Bombcraft. Das kann ja was werden, ne? So, weiß ich schon, was ich die nächsten Tage machen darf. Ja, das wird wahrscheinlich interessant für dich. Sehr interessant, ja. Noch nie damit gearbeitet. Meine Zuschauer verstehen auch nur Hieroglyphen, die sagen, du redest Spanisch. Ja, das ist echt mies. Also, auch nicht schlecht. Boah, das wird kompliziert. Ja, da muss ich mich mal ein bisschen damit befassen. Ne? Aber ich würde sowieso sagen, wir machen heute nicht einen ganzen Tag Soundcraft. Nein, nein. Wir wollten damit anfangen. Das ist sehr wichtig. Ich wollte dir was zeigen. Und zwar poste ich dir jetzt mal ins DS eine Seite. Die ist sehr wichtig. Muss ich jetzt wieder minimieren? Wo soll ich denn jetzt hinpacken? Damit musst du leider leben. Und zwar ist es jetzt unten gerade auf dieser Seite alles noch nicht expanded, ja? Also da steht halt Tier 0 sind die Grundaspekte. Und dann machst du mal bei Tier 1, gehst du mal auf Expand. Ich muss das auf meinem zweiten Rechner machen, sonst sehe ich meinen Chat nicht mehr. Mach das. Tu dir keinen Zwang an. Ich gehe G-Time TV gucken. Ja, viel Spaß. Was auch immer G-Time TV ist. So, dann müssen wir das einmal hier hinpacken, dass ich das noch sehe. Und dann hier FTB. Was war das? List of Aspects. Genau. Und wenn du auf Tier 1 gehst, siehst du halt an der linken Seite, was du schon scannen kannst, und auf der rechten Seite, was, woher du das bekommst. Tier 0. Tier 0 hast du schon. Das sind die Standardaspekte. Also dann Tier 1. Ja. Da siehst du zum Beispiel, dass du Jellum bekommen kannst und Lux und Potentia und so. Muss ich da auf Expand klicken? Ja. Weil das sind ja Informationen, die du normalerweise gar nicht haben solltest. Die Frage ist halt jetzt, ob man die erste Seite schon, also ob wir uns jetzt den Spaß schon antun und einfach mal durchgucken, dass wir das alles kriegen. Oder ob wir das nicht tun. Ach, die Schande. Mhm. Wer denkt sich denn so eine komplizierte Mod aus, ne? Die Mod ist... Das ist doch der einfache Teil. Wahnsinn. Ah, wenn es nachher aufs... mal gucken, ob man hier schon was sehen kann. Moment. Alchemie. Dramaturgie. Ne, du kannst noch nichts sehen, leider. Nachher, wenn es ums Crafting geht, gibt es nicht nur diese Crafting-Table hier, für die du schon Aspekte brauchst. Achso, übrigens, mit dem Ding kannst du jetzt auch Aura-Notes besser sehen, wenn du jetzt durch die Welt läufst. Okay. Sondern es gibt dann Tatsache die Möglichkeit, Sachen zu infusen. Dafür brauchen wir einen riesen Raum, wo eine Infusion-Chamber rein muss. Und dann, das wird doch spaßig. Aber ich würde wirklich sagen... Ich werde hier gerade gefragt, was das Ziel der Mod ist. Das Ziel der Mod ist im Grunde, Magie zu nutzen. Du kannst mit der Mod wirklich unheimlich viel machen. Also ich hab leider noch nicht die Voraussetzungen, um dich zu scannen. Kampfmagie und so. Ich packe jetzt meine Sachen hier auch ehrlich gesagt erstmal rein. Ja, und dann? Ja, wir müssen unten ausleuchten und so. Wir sollten uns vielleicht erstmal um unsere Ressourcen kümmern. Aber ja, wir haben halt versprochen, wir fangen mit Dawncraft an, und wir haben mit Dawncraft angefangen. Das Modpack ist Monster Pack von FTB. So, haben wir noch Torches? 52. Weißt du was? Ich baue mir jetzt erstmal einen Beaver. Und zwar werde ich den trotzdem aus Eisen bauen. Haben wir noch Netherquarz? Ja, ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Schade. So. Achso. Haben wir noch Papier? Jetzt habe ich hier auch die ganze Zeit dieses, wenn ich Shift klicke, dieses Zeichen da, ne? Ja. Allerdings nur für die Sachen, die du bis jetzt schon erforscht hast. Also ja, das ist klar. Okay. Wir haben momentan kein Papier. Haben wir Sugarcane? 45.
will nicht alle verbrauchen. Soll ich dir auch einen Cleaver gleich mitbasteln? Ein Kleber? Cleaver. Ein Kleber, weiß ich nicht. Brauche ich einen Kleber? Ja. Brauchst du. Ist eine gute Waffe einfach. Wofür brauchen wir die Dings? Eine Plate und zwei Tough Rods, okay. Haben wir noch ein bisschen Obsidian übrig? Das ist eine gute Frage. Haben wir das letzte Mal nicht alles verwendet? 13 Stück? Ja, bring die mal raus. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ach, du willst Allumite machen? Nee. Ich will nur die Tool Rods aus. So, wie sieht's denn eigentlich aus? Ich wollte noch mehr Sand reinschmeißen in den Ofen. Hat kein Binding, oder? Das heißt, ich kann hier gar kein Scribing raufschreiben. Nee. Ist durch. Ist noch was im Hopper? Ja. Warum zieht der Hopper gerade nichts mehr? Doch, er zieht. Passt. Noch ein bisschen Sand. Wir brauchen, denke ich, heute noch ein bisschen Glas. Das ist möglich, ja. Denn ich würde vielleicht, wenn es die Zeit heute zulässt, würde ich gerne noch anfangen mit der Plattform für unsere Felder. Denn ich würde auch hier gerne ein bisschen mit den Feldern arbeiten, die uns Rohstoffe geben. Ja, das wäre sehr gut, auf jeden Fall. Und wir sollen uns übrigens ein Herr Luggage bauen. Ich finde das Ding aber nur so nervig, ne? Ja, Luggage sind echt, ist ja eine nette Sache, aber echt, boah. Hast du geguckt, nicht, dass hier gleich Blöcke rauskommen? Ne, das ist gar nicht das Problem, wir haben keine Lava mehr. Warte mal ganz kurz. Haben wir nicht noch ein Lava-Bucket hier, zumindest einen? Wäre echt gut, ja, weil eine Waffe würde ich schon ganz gern mitnehmen. Gucken wir mal. Bucket. Nope. Ich hole mal eben schnell drei Eimer Lava. Kannst machen, genau. Würde auch sagen, in den Tank mit. In der Zeit pflücke ich mal wieder Bärchen hier. Ach, den Tank mitnehmen. Der Crescent Hammer war, glaube ich, drin. Hängt der, ne? Ja, der hängt drin. Ich habe den extra nicht eingesteckt, ausnahmsweise mal. Obwohl es eigentlich zu den Tools gehört, die ich immer dabei habe. Dann nehme ich den Tank gleich mal mit. Den müssten wir vielleicht nochmal upgraden oder so. Ja, wäre gut. So, Lava. Ich glaube, hatten wir nicht Lava unten in der Höhle auch? Ja, irgendwo war da auf jeden Fall welche. Wieso laufe ich eigentlich schon wieder runter und nehme nicht den Teleporter? Weil du Spaß dran hast. Ach ja. Sebi, ich werde gerade gefragt, ob wir ein Tutorial machen können, um auf einem Root Vize Beast zum Laufen zu bringen. Diese Begeisterung, ne? So, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo Lava haben. Weiß nicht, ob ich das möchte. Bin ich ganz ehrlich. Also einfach, weil, nicht um euch jetzt zu ärgern oder so, aber das ist echt Arbeit und dann kommt es ja auch immer auf den Root an. Ja, das stimmt leider. So, Wasser. Moment, die Lava war da hinten, der See irgendwo. Weil, oh Gott. Oder war das erstmal frische Apfeln essen? Wahrscheinlich Waffeln, oder? Lass mal eine Luggage von einem Blitz treffen. Stimmt, die ist dann irgendwie anders. Das habe ich auch gehört. Wow. Das ist dann die Luggage of Doom. Luggage of Monster Doom. Irgendwo hatten wir doch hier schon einen Lavasee, ne? Ups. Glaube ich, Eis kommt mal gegen die Wand. Muss ich mal ganz kurz die Cam ausmachen und ich muss mal ganz kurz weg. Ansonsten steht mein Schreibtisch hier gleich unter Wasser. Ist aber nicht schön. Hier. Ne, hier war es nicht.
Der war doch größer, oder war der nicht hier? Irgendwo hatten wir doch schon Lavasee, ne? Hi, Sunny. So, ich bin wieder da. Bin wieder da! Way Bay. Ja, bestimmt schon irgendwo Lavasee. Mal kurz zur Erklärung. Was passiert nämlich, wenn man etwas Kaltes langsam abtauen lässt? Es kondensiert das Wasser aus der Luft natürlich an der Außenseite. Und das ist nicht so günstig. Interessant. Frage ist jetzt, ob er im Stream ist oder nicht. Oder ob es über den Donation-Tracker lief oder nicht. Warte kurz. Das kriegen wir raus. Ja, das lief über den Donation-Tracker. Vielen herzlichen Dank für die Donation. Ich weiß gar nicht, ob der Tracker das jetzt reingepostet hat oder nicht. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe meine erste Donation bekommen. Ja, dann gratuliere ich dir natürlich da dazu. Danke, sehr freundlich. Vielen, vielen herzlichen Dank für die 50 Euro. Nicht schlecht. Das ist heftig, ja. Da merkt man wieder, wer kann, der kann, ne? Ja, wer kann, der kann. Darf ich denn deinen Namen offiziell hier erwähnen? Weil ich habe jetzt keine offizielle Donation gesehen. Moment, den kann ich eigentlich nochmal voll machen. So. Er hat es auf jeden Fall schon gemerkt. Oh Gott. Er hat's gemerkt. Jetzt ist nur die Frage, ob er es halt zulässt, dass ich ihn hier Lob preise. Weißt du, ich würde dir einen, ich werde allen Donatern ein Schild widmen. Ach du Scheiße. Böses Skelett. Aber nur, wenn er es möchte. Also er muss es schon. Okay. Also vielen Dank, Orici. Du kriegst jetzt erstmal ein Donation-Schild von mir, wenn ich meine Schilder finde. So. Haben wir noch ein Sign? Ja, wir haben noch ein Sign. Starcave, klar. Das ist, ja, ne? Warum soll nicht jemand 50 Euro spenden, ne? So, kriegst ein Donation-Sign und bist der Erste. So. Ja, ganz ehrlich, um Gottes Willen, fühlt euch niemals verpflichtet, irgendwas zu spenden. Nie. Weil ich bin immer der Meinung, das sollten Leute machen, die es sich leisten können. Ja, und nicht aus Zwang oder sonst irgendwas. Halt, Moment, ich hab doch da was dabei. Den muss ich unbedingt wieder da hinten hinstellen, weil ich habe uns hast nämlich was mitgebracht. Hast du schon Lava eingefielt? Ich habe uns nämlich noch einen Essence Berry Bush mitgebracht. Gefiel die Fisch? Fisch? Stinkender Fisch? Hat sich leicht nach Feuerzeug angehört? Nein. Da musst du... Nee. Sowas würde ich nie machen. Wenn ich Minecraft spiele, sehe ich jeden Block überdeutlich. Also es sieht aus wie ein Grafikfehler. Es ist ein... Blauer Rahmen. Kann mir jemand helfen? Oh Gott, ein blauer Rahmen. Woran das wohl liegen mag? Ah, guck mal, er macht was. Das ist voll. Ja, aber natürlich. Gut, dann baue ich uns jetzt nämlich zwei Cleaver, die sind echt nett. Die haben von Haus aus eine Funktion, und zwar Beheading. Das heißt, die schlagen Köpfe automatisch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ab. Ja, dann weiß ich jetzt schon, dass ich mich töten lassen muss. Warum? Weil du meinen Kopf möchtest. So eine Idee würde ich doch gar nicht kommen. Was du hier wieder erzählst. Moin, Mr. Harabu. Und übrigens, Starcraft schreibt, du müsstest dich über dieses Geld mehr freuen. Echt? Ja. Du musst vom Stuhl fallen, dich am Boden rollen und schreien. Soll ich dazu mal was sagen? Orici ist einer meiner Dauerspender. Ja, Sarkev, es ist so, man freut sich über jede Spende,
Es ist aber leider so, also ich würde mich auch darüber freuen, ich würde mich bedanken und ich denke, von einem Bedanken hat man viel mehr als dieses teilweise künstliche Freuen, das manche Leute an den Tag legen, die Spenden bekommen. Also ich, Ja. ne, man, klar, 50 € ist eine Menge Geld, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also gerade für mich als Student. Es ist nicht selbstverständlich, das stimmt, aber wenn derjenige, der spendet, das gern tut und nicht aus Zwang tut und auch das nicht tut, damit er so ungefähr gut dasteht, finde ich, Bedanken hat mehr als dieses gekünstelte Freuen. Finde ich persönlich. Ja, der Meinung bin ich auch, um ehrlich zu So, ich sein. könnte mich mal Also, wieder kurz um das hier klar, ich könnte kümmern. jetzt hier, ich könnte jetzt hier wirklich vom Stuhl fallen und Einen Freudentanz was machen. bringt's? Dich am Boden Ja. wälzen, ne? Ja. Nee, also, ganz ehrlich, logisch freue ich mich über jeden Cent. Aber im Endeffekt kann ich euch eine Sache sagen. Alles, was auf diesem Konto landet, investiere ich in Hardware und Games, die ich zum Let's Playen benutze, und investiere ich jetzt wieder in ein Streaming-Programm mit XSplit und so. Das heißt, davon habe ich persönlich nur was, was euch auch wieder was bringt. Ja, der Sebi wird es nicht verwenden, um sich jetzt einen Kasten Bier zu saufen und wegzurichten. Nee. So, Cleaver, Plates, Bang. Also, Bang. der macht jetzt aktuell nur 5,5 Schaden. Jetzt müssten wir mal kurz gucken. Ihr könnt mir das mal schnell sagen, das geht, glaube ich, viel, viel schneller. So, das hängen wir wieder ran. Welcher Upgrade das war, um mehr Schaden zu machen, war das Quarz, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Ja, und für Auto Repair war es ja. Geht das eigentlich? Hämorrhoid, ja. Geht das eigentlich auf allen Sachen von Tinkers? Auto Repair? Normalerweise ja, ne? Egal, ob das welches Material das ist. Ich glaube schon, ja. Haben wir noch? Ja, wir hätten sogar noch drei Balls of Moss. Ja, ich bastel uns gerade noch schnell ein bisschen Quarz drauf. Und zwar beiden gleich viel, damit wir hier eine gewisse Fairness haben. Ja, also, ne, das wäre, nee, das, ich glaube, das würden wir niemals durchhalten. Es hat gerade ein Abonnent von mir, also ein Zuschauer von mir geschrieben. Wir könnten ja für jede Donation, die wir bekommen, den Stream eine Stunde länger machen. Aber das Problem ist, ne, ich glaube, da müssten wir irgendwie 60, 70 Stunden am Stück streamen, weil immer irgendwer nach einer Stunde oder so, ne? Ja, genau, donated. Super. Und am besten dann noch, weißt du, so 50 Cent jede Stunde? Ja, das wäre natürlich auch klasse. Zwei Balls auf Moss. Wir brauchen mehr Netherquarz, und zwar wesentlich mehr. Soll ich mal ein bisschen Mossy-Dingsbums machen? Nö, komm hier. Das reicht doch erstmal. Ne, ich Da ist dein frage nur. Cleaver. Der sieht so cool aus, finde ich. Ja, Der hat dann echt kann ich ja Style. mein anderes Schwert da lassen. Ja, ich habe jetzt halt auch extra was genommen, was erstens eine relativ hohe Haltbarkeit hat. Das Reinforced 3 halt. Müsste wie viel jetzt aus? 1125. Natürlich gegen so ein Eisending mit 400 schon was Angenehmeres. So, hier mal wieder den Behälter füllen. Jo, So, Quarz. Perfekt. Okay, also wir bräuchten mehr Netherquarz. Wir könnten jetzt natürlich gleich nochmal in den Nether huschen. Huschen. Dann brauche ich aber eine Huschen. zweite Spitz. Weißt du, was ich jetzt sagen wollte? Eine zweite Spitzex. Spitzaxe. Ja, ich Spitzex. werde. Wir brauchen auch noch gute Pickaxe und wir müssen auch noch Allomite machen und so, aber das ist halt alles ein bisschen später so. Das kommt jetzt erstmal alles hier rein. Bisschen was zu essen habe ich dabei. Eine Pickaxe werde ich mir auch noch mitnehmen. Ich habe übrigens 36 Mal Berry Medley mit dabei. Oh, danke fürs Pickaxe vorlegen. Ich habe noch so viel Zeug im Inventar, ne? Ich habe eigentlich gar nichts im Inventar, lustigerweise. Das Nee, Einzige, was ich im Entschuldigung, Inventar im habe, ist. Rucksack. Ich glaube, ich mache mir einfach zwei Pickaxes. So. Mein Rucksack ist auch komplett leer. Gleich ist meiner auch wieder leer. Nur mal zu eurer Oh Information. nee. Darf ich das überhaupt schon spoilern, was wir nächsten Samstag, Freitag auf Samstag vorhaben? Ist das schon nächsten? Ne, nee, nächsten geht noch nicht. Ne, übernächsten Über war's, oder? übernächsten ist das. Gut, okay. Also wir haben Nächster? Nee, tatsächlich. ach, keine Ahnung.
Das kündigen wir auf alle Fälle in Hand. Wir können es zwar mal so ein bisschen anschneiden, ohne Datum. Ja. Es wird einen 12-Stunden-Stream geben. Genau. Auf jeden Fall. Ist schon geplant. Jetzt echt? War das echt erst so spät? Ich habe mir, glaube ich, Urlaub für nächste Woche eingeschrieben. Nee, weil das Problem ist, nächsten Freitag habe ich ja noch Battle. Das Minecraft-Battle ist ja noch nicht zu Ende. Wir hatten ins Auge gefasst, warte mal, an den nächsten Samstag habe ich frei. 20. haben wir gesagt, ne? 20. September. Ja, dann werde ich mal nochmal anrufen morgen auf Arbeit und werde es mal umändern. Nee, weil das, wie gesagt, das Problem ist, ich kann ja schlecht das Minecraft-Battle streamen. Ich glaube, da kriege ich Ärger mit den anderen. Ja, das wäre doof. So, ich habe auch mal die Cam wieder angemacht. Das wird wahrscheinlich abends beginnen und geht dann bis morgens um 6 oder 7 oder 8, je nachdem, wie wir halt Bock haben. Wie lange wir durchhalten, ne? Ich, alter Mann und so. So, ab in den Äther, Peter. Ich sehe gerade, meine Rüstung ist fast down. Und ich habe meinen Bogen nicht dabei, meinen guten. Puh. So. Oh Gott, jetzt kommen die nächsten Spenden. Ihr müsst euch nicht übertreffen, übrigens, zur Info. Ricky. Ich schreibe das gleich an die Donation Wall. Es wäre natürlich unheimlich freundlich von euch, wenn ihr mir Bescheid geben würdet, ob ich das benutzen darf. Also ob ich euch hier einschreiben darf. Igitt. So, wo bist du jetzt eigentlich? Also die tun aktuell gerade noch nichts. In der Festung? Ja. Die hatten wir noch nicht ganz. Ich habe keine Fackeln dabei. Verdammte Axt. Ich würde gerne mit dir zusammen da durchgehen, weil ich habe ein bisschen Panik, dass wir uns sonst wieder. Immer den Fackeln nach. Ja, welchen? Ich habe ja selber welche gesetzt. Ah, ich sehe dich schon. Ich sehe dich. Ah, da ist ein Blaze-Spawner. Möchte den Blaze-Spawner habe ich von der anderen Seite schon abgedeckelt. Komm mal her. Da ist so eine Art. Ich habe so eine Art Fight-Dings gebastelt hier. Was, eine Fight-Dings? Ja, so eine Ecke, wo man sich hinstellen kann, wo sie einen nicht so oft treffen. Hier, guck mal, hier. Da habe ich nämlich schon einfach ein Stück aufgemacht. Na, er brennt, holt die Feuerwehr. Weil ich ja trotzdem gerne, was gibt's denn eigentlich da oben? Nix. Ach komm schon. Die ballern hier aber rum, ne? Kommt schon. Ich bin eigentlich auf der Suche nach ein bisschen Netherquarz. Du hältst gerade durch, ja? Ich hoffe. Ansonsten sterbe ich halt. Das Nö, ist, das sind die beiden Optionen. Das finde ich nicht gut, halt wenn du stirbst. So. Pilze. Ah, hier geht's nach oben, cool. Ja, da war ich schon. Gibt's nichts Interessantes? Interessant. Na doch, es geht halt weiter regulär, ne? So, jetzt muss ich nur gucken, ob ich dich wiederfinde. Aber ich glaube schon. Hi. Tag. Denke mal, das ist Taube Ingwer. Vielen Dank für deine Spende. Ich muss gerade mal gucken, was das für eine. Weil ich kriege ja bei PayPal immer direkt Gebühren abgezogen, ne? Und zwar haben wir 42,50. Freako. Ihr seid echt ein bisschen, übermütig, will ich mal sagen. Da geht's mir zu tief runter. Ja, es ist auch tief hier. Haben wir nicht irgendwo mal eine Quarz... Guck mal, da ist eine Quarzader, hier. Stopp. Nach rechts in den Dings rein, hier. Da müsste man direkt zu einer Quarzader kommen. Ich habe auch gerade schon was gefunden, ne? Ich würde mal gern gucken, ob es hier in der Festung noch irgendwas gibt, ne? Aber wir waren ja größtenteils schon... Oh. Rems! Ihr habt's. Auf! Boah, spinnst du! Boah, das Ding ist mich vielleicht angejumpt. Wow, verdammt, ich sterbe. Shit. Und hier ist überall Feuer. Oh, ich hab's nicht gesehen, dass ich im Feuer stand. Verdammte Axt!
Also, Und danke, Starcave. Also, mein Alter ist jetzt nicht so, dass es jetzt heißt, das darf keiner wissen, ne? kannst du mal bitte gucken, wo ich gestorben bin, ob du mein Zeug retten kannst?